bezahlt hat, ist die Klammer dann auch wieder los. Der Dalai Lama ist da. Tausende wollten sich heute diesen Besuch nicht entgehen lassen und sind zur und in die Stadthalle geströmt, um das geistliche Oberhaupt der Tibeter einmal live zu sehen. Wer den 76 Jahre alten Friedensnobelpreisträger heute lächeln sehen wollte, der hat sich allerdings in einer buddhistischen Tugend üben müssen, der Geduld. Es ist ein Andrang wie bei einem Popkonzert. Einmal um die ganze Stadthalle stehen die Menschen Schlange, um den 14. Dalai Lama live zu erleben. Ich bin eigentlich fasziniert von dieser Persönlichkeit und möchte diese Persönlichkeit einfach einmal auch in Natur sehen. Sein Vorgehen mit Politik, seine Zurückhaltung, seine Gelassenheit auch. Und deshalb bin ich ein sehr großer Fan vom Dalai Lama. Ich gehe mit großen Erwartungen hin und eben seine Ausstrahlung, seine ganze Persönlichkeit muss man, glaube ich, mal gesehen haben. Ich finde es auch ziemlich gut, dass er auch für sein Land noch kämpft, aber dass er es halt friedlich versucht. Weil mich seine Meinung interessiert und ja, seine Einstellung zum Glücklichsein und so. Ich möchte so sein wie er eines Tages. Vielleicht dauert es 3 Äonen, aber das ist mein Ziel, absolut. Noch heißt es, sich in buddhistischer Gleichmut üben. Durch die strengen Sicherheitskontrollen geht der Eintritt nur langsam voran. Ich war schon bei Popkonzerten auch hier. Und ähnlich? Ähnlich, ja, nur bin ich auch nicht so lange angestanden. Nur einmal wird es lauter, als ein kleines Grüppchen Chinesen Transparente enthüllt. Da zeigen die Exil-Tibeter, dass sie zumindest hier am Vogelweidplatz in der Mehrheit sind. Der Weg zum geistlichen Führer ist mit Fanartikeln gepflastert. Von der CD bis zum Regenschirm reicht das Angebot. Man kauft ihn aus Solidarität für Tibet und für die geistige Kultur, die davon ausgeht und die den westlichen Menschen sehr, sehr, sehr viel bringen kann. Und dann ist es soweit. Der 14. Dalai Lama betritt die Bühne. Die Stadthalle ist bis zum letzten Platz gefüllt. Fast 10.000 Menschen, die seinen Vortrag hören wollen. Über Ethik und menschliche Werte in der heutigen Gesellschaft. Er kann uns alle sehr viel inspirieren, für unser Leben auch, dass wir auch unser Leben wechseln können. Der Dalai Lama lächelt. Und wenn Sie den Dalai Lama auch in echt sehen wollen, morgen gibt es noch eine Chance. Der Dalai Lama spricht morgen im Rahmen einer Solidaritätskundgebung für Tibet am Nachmittag am Heldenplatz.